So, einen wunderschönen guten Abend hier aus dem schönen Chaplins. Wie ihr seht, sind die Nordlichter auch angekommen. Wir begrüßen euch alle recht herzlich hier zum dritten Tag des German Tour Finales. Und heute kommt das zu wirklich einmaligen Highlights. Bitte genau aufpassen, wenn ich gleich die Paarung vorlese. Das hat es seit über 20 Jahren nicht mehr gegeben. Hier gibt es gleich ein Reloaded-Match. Ich hoffe, ihr bleibt gleich alle am Livestream dran. Ich kann euch eins versprechen, es geht in die Kuriositäten ein. So, ich habe die Ehre, heute hier mal ansagen zu dürfen. Und ich muss erstmal ein Riesenkompliment aussprechen an die Macher hier. Und da möchte ich euch auch alle für hören, weil ich habe nicht erwartet, wie schön das hier im Chaplins ist. Und Tonausfall. Ich möchte mich ganz besonders bedanken bei dem ganzen German Tour Team, allen vor allem Achim, ein Riesenapplaus, Big Hands für die Organisation, Dankeschön. Großes, großes Kino, Achim, ich habe damit wirklich nicht so gerechnet. Wir waren wirklich heute Morgen, als wir hier ankamen, alle sehr überrascht. Top-Material, Top-Feld, Top-Publikum, Top-Location, die Messlatte ist verdammt hoch, die ist fast unerklimmbar. Tolle Leistung, spitzenmäßig. So, ich soll nicht so viel sabbeln, wir legen los. Und zwar gleich am Livestream, an Tisch Nummer 2 hier, an dem zweiten Livestream, das ist glaube ich Tisch Nummer 25, wenn ich das richtig verstehe. Da spielen zwei Spieler, die wir alle kennen vom Namen her und auch vom Sehen her. Denn der eine ist für mich einer der besten Spieler in ganz Deutschland. Der hat alles schon gewonnen, was es hier in Deutschland zu gewinnen gibt und darüber hinaus auch in Europa. Und ich bin auch ein kleiner Fan von Ihnen. Wir begrüßen ganz recht herzlich mit einem Applaus und Big Hands Andreas Roszkowski. Der Mann hat so ein feines Händchen. Ihr wisst gar nicht, wie schön es ist, ihm gleich zuzuschauen. Sein Kontrahent, sein Gegner, der Challenger, der Herausforderer. Und endlich sehe ich ihn mal live. Ich habe viel von ihm gehört. Er ist der Macher aus Österreich. Er ist der Macher von einem ganz bestimmten Billardcafé in Österreich. Wir kennen es mittlerweile alle. Es ist der Betreiber und der Besitzer und der Spitzenbillardspieler Robert Windel vom Kugelrund. Robert, herzlich willkommen. So, und jetzt kommt der kleine Gag hier am Rande, die kleine Anekdote. An dem anderen Tisch gleich hier, an dem Center Court Nummer 1 beziehungsweise an Tisch Nummer 26, kommt es zu einem kleinen Reloaded-Match. Da spielt ein Mensch gegen einen Mensch, die haben vor genau 21 Jahren schon mal gegeneinander gespielt. Ich erkläre gleich ganz kurz was dazu, bevor wir starten, weil dann ist das Gelächter sehr groß, wahrscheinlich auf der einen Seite aber nur, denn auf der einen Seite spielt der Weltmeister, der mehrfache US Open-Gewinner, der Camel-Trophy-Gewinner, der beste und erfolgreichste Spieler nach Evan Reyes auf der ganzen Welt. Hier ist er, Francisco Bustamante. Ja, und jetzt kommt die Anekdote. Er spielt gegen einen Spieler, der nicht so bekannt ist, der auch nicht so begabt ist. Der hat den jungen Mann mal vor 21 Jahren, genau zuhören, vor 21 Jahren hat er den jungen mal 7 auf 11 um 500 D-Mark vorgegeben. 7 auf 11. Nach gefühlten 30 Minuten war der Satz beendet im neuen Ball. Das Ergebnis war 11 zu 7 für den kleinen Filipino da. Da wagt dieser Mensch, genau zuhören, das war eine Demonstration seines Könns, da wagt dieser Mensch den anderen Spieler, der schon völlig entnervt war, der das Geld hingeschmissen hat, lass mich in Ruhe, ihm hinterherzulaufen, ihn auf die Schulter zu klopfen und sagen, du Junge, Junge, mach dir keine Sorgen, du kriegst Revanche. Ja, da gab es natürlich keine Revanche, das Gelächter war groß, das Lachen war groß und wissen Sie, was das Schöne ist? Dieser Mensch bin ich. Thomas alias Lindlof, er hat mich demontiert, er hat mich vernichtet und ich habe dann 15 Jahre kein offenes Billard mehr gespielt. Könnt ihr mir glauben? Ich war 15 Jahre von der Plattform weg, es war eine Vorführung. Nun, genug gelabert, ich wünsche allen hier im Raum, allen Teilnehmern, Zuschauern am Livestream, ich hoffe, ihr bleibt auch dran, nicht wegschalten, wenn ich dran bin. Ich bin zwar schlecht, aber Busti reißt das wieder raus. Allen gut Stoß, viel Erfolg, ein tolles Turnier und bitte lasst die Sonne scheinen für das German Tour Finale. Dankeschön, Dankeschön. Dann auch schönen guten Abend von unserer Seite hier aus Darmstadt aus dem Chaplins Bowling. Ich denke mal, dass ich drauf bin, oder? Gibt mir mal einer ein Zeichen, ob wir drauf sind. Das ist der Fall. Und mit dir in der Box ist der
Der, wie hast du es auf Facebook formuliert? Der großartige, Ralf G. Eckert. Höchst selbst. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Und wir haben hier das Reloaded-Match von vor 21 Jahren, was gerade Thomas Lindlauf selbst angekündigt hat. Die haben also, ich weiß nicht, das hat man im Livestream auch mitbekommen, seine Ansage, nicht wahr? Ja. Und damit erübrigt sich der Kommentar dazu. Wir schauen also das Reloaded-Match an. Genau. Thomas Lindlauf und Francisco Bustamante. Diesmal ohne Vorgabe. Kann man davon ausgehen, wenn es 5-1 ausgeht, dass diesmal Thomas Lindlauf gewonnen hat? Weil er hat ja seinerzeit 7-11 vorbekommen. Er wird das sicherlich so sehen. Nicht ganz falsch liegen. Sind wir mal gespannt. Also ich glaube, dass Thomas auch durchaus mehr als ein Spiel wert ist. Er hat deutsche Meisterschaften gespielt, hat sich da sehr gut geschlagen. Also der weiß schon, wie rum man das Kühe halten muss. Okay, also ich sehe ihn zum ersten Mal hier beim Spiel und bin ich mal gespannt, was er so zu zeigen hat hier gegen Francisco. Wollen wir noch kurz was zu den Regularien sagen? Wir sind hier jetzt heute das erste Mal drauf. Wir spielen in insgesamt 6 Achtergruppen. Jeder gegen jeden innerhalb der Achtergruppe. Immer 9 Ball Race to 5. Also wer zuerst 5 Spiele gewonnen hat, ist Sieger des einzelnen Matches. Und wie in den Tagen zuvor auch, kommen die ersten 3 weiter. Es geht auf 5 Gewinnspiele. Winner Break ist noch eine wichtige Information. Und noch die Kennerinformation sozusagen. Die wichtigste ist die 9-Ball-Regel, wie aufgebaut wird. Und zwar liegt die 9 auf dem Fußpunkt. Das sieht man jetzt ja eigentlich auch ganz gut. Sie ist ein bisschen nach unten gerollt, aber... Nee, ist nicht viel nach unten. Ah, ja, doch, ein bisschen ja, doch, ja. Und da wird die 9 aufgebaut statt der 1, die da eigentlich sonst immer liegt im seitherigen Aufbau. Aber mittlerweile international durchgesetzt hat sich die neue Form des Aufbaus. Da werden wir sicherlich auch noch im Laufe des Abends drauf eingehen. Die neue Form des Aufbaus, wenn wir im Dreieck jetzt, oder? Du weißt genau, was ich meine. Ich wollte ja nicht. Ich bin dafür zuständig. Genau für solche Zwischeneinwürfe bin ich zuständig. Ja. Du böser Mensch. So, immerhin hat Lindlauf ihn direkt mal dazu gezwungen, ein Safe spielen zu müssen, oder zu versuchen zumindest. Und kein hundertprozentig faul erzwingendes Save, aber viel anzufangen wüsste ich damit jetzt auch nicht. Da muss er auch versuchen, eine Sicherheit zu spielen, denke ich. Und mal sehen, ob ihm die gelingt. Nicht schlecht. Das ist... Ja, eine kleine Lücke zwischen das Tor, zwischen 9 und 5 ist sozusagen auf, aber bietet natürlich jetzt auch keine Einschussmöglichkeiten. Wie könnte man da einen Safe basteln? Wieder die gleiche Antwort, sozusagen. Was hundertprozentig zum Verstecken ist nicht da, dann bringen wir wenigstens Distanz rein. Das heißt, eine Kugel Fußbande, die andere Kugel Kopfbande. Und das reicht in der Regel schon, um einigermaßen sicherzustellen, dass man wieder an den Tisch kommt, sozusagen. Na, wir sehen auch im Hintergrund, die Ränge füllen sich langsam. Also es geht Richtung Wochenende, wir haben jetzt Donnerstag. Und tagtäglich mehr Zuschauer und dann gehen wir doch mal davon aus, am Samstag, wenn es dann in die heiße Phase geht und am Sonntag, dann ist die Hütte hier voll in Chaplins in Darmstadt. Da hat jetzt nicht viel gefehlt für einen richtigen Klasse-Safe hier beim Thomas. Wirklich nicht viel. Jetzt lässt er einen Ball offen, aber quer über den ganzen Tisch, viel weiter kann man eine Kugel nicht hinlegen auf einen 9-Fuß-Tisch. Das stimmt. Bang. Hoho. Mitten rein hier, ohne zu klappern sozusagen. Ja.
Die dürfte noch an der 7 vorbeigehen, oder? Ja. Also das ist Gute so an Franziskos oder Efrens Spiel. Man kann das recht kommentarlos einfach so stehen lassen, was die da so machen. Und Lindlof schenkt auch schon den neuen ab. Und damit 1:0 für Francisco. In unserem Satz auf 5 Gewinnspiele. Und viele haben sich schon darüber gewundert und erstaunt gezeigt. Und das eher im positiven Sinne, dass hier in unserem Turnier beim German Tour Finale 3 Disziplinen gespielt werden. Und ja. Nein, eigentlich 4. Ja, es wird 9 Ball gespielt jetzt in der Vorrunde, dann wird 10 Ball in der Zwischenrunde gespielt und dann in der K.O.-Runde wird 8 Ball gespielt. 14:1 wurde nur vergessen. Und aber wir lassen jetzt bei diesen 3. Ja. Also werden doch nur 3 gespielt. Also werden doch nur 3 gespielt. Ich habe mich gerade nämlich gewundert. Mal gucken, wo der Ralf jetzt noch die 4. auch herauszaubert. Und ich halte das, ja, es gab ja schon mal so Versuche, ne? Wer ist jetzt deutscher Meister? Der im 8-Ball, der im 9-Ball, der im 10-Ball, der im 14-1 oder wer? Wer ist der Beste? Da müssen dann ja nochmal alle deutschen Meister nochmal gegeneinander antreten lassen, um das herauszufinden. Ja. Und das bildet ja auch das Besondere des German Tour Finals, denn hier bieten wir genau das, dass wir nämlich den Besten sozusagen aus diesen 3 Disziplinen ermitteln. Okay, wenn der beste 8-Ball-Spieler zufällig gerade im 9-Ball unter die Räder kommt, dann hat er halt keine Gelegenheit am Ende mehr. Aber naja, sehen wir es als Vorqualifikation und ich finde das recht schön. Es gab früher mal so ein Masters-Finale, wo auch so ein Satz 8-Ball gespielt wurde, ein Satz 9-Ball und bei 1-1 hat man 14-1 gespielt. Also mir gefällt sowas. Es ist Pool-Billiard, ja? Es ist nicht nur 8-Ball, es ist nicht nur 9-Ball, es ist mehr. Es ist Pool-Billiard. Ist natürlich auch damit begründet, dass die einzelnen German Tour Turniere im Jahre 2015 ja auch in verschiedenen Disziplinen gespielt wurden. Ja. 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und so dass natürlich dann in der logischen Konsequenz auch das Finalturnier in den Disziplinen gespielt wird. Ja, deswegen auch kein 14-1, weil wir haben kein 14-1-Turnier gehabt. Also Aufruf an die deutschen Turnierveranstalter. Ein 14-1. Müssen wir 2 Tage früher anfangen oder 3. Ich glaube, das 14-1 wird dann leider in der German Tour dann doch keine Rolle spielen. Ne? So sehr wir es auch alle mögen. So, was ist los hier? Ja, wir haben noch hier ein paar technische Probleme. Es war jetzt auch der Ton wohl ein bisschen leiser, das haben wir jetzt, glaube ich, reguliert. Hier ich kann lauter sprechen. Na, musst du gar nicht. Das Internet ist ein bisschen wackelig, pünktlich zum Beginn. Den ganzen Tag war es okay, wie das halt immer so ist. Vielleicht haben wir auch so viele Zuschauer, dass wieder alles zusammengebrochen ist. Gab es ja auch schon öfter mal, dass sozusagen ein Server war auf so und so viele User ausgelegt und plötzlich waren ein paar mehr da. Nee, aber wir haben schon mehrere 10.000 als Möglichkeit hier. Mhm. Die Frage ist, ob wir die schon geknackt haben. Bei den ersten Internetübertragungen gab es auch so 10 bis 12 einzelne, ohne die einzelne Zuschauer, die erreicht werden konnten. Ja, aber solange wir jetzt hier technische Probleme haben, die jetzt wohl gelöst scheinen, oder man hat gesagt, wir verschieben es einfach, weil da hinten, wenn ich das Scoreboard sehe beim Thomas Dinkloff an der Seite, dann sehe ich da immer noch einen relativ schwarzen Bildschirm ohne Anzeige, wie es steht. Hier lief doch schon mal ein erfolgloses Break jetzt von Francisco. Was jetzt kein Vorwurf ist, sondern die Quote, ein erfolgreiches Break zu machen im neuen Ball, wenn so aufgebaut wird. Mit der 9 auf dem Fußpunkt, die liegt auch bei Profis allenfalls so bei 70%. Mhm. Ja. Das ist also eine erheblich schwierigere Aufgabe, aus dieser Position, wenn das Racker in dieser Position ist, ein erfolgreiches Break durchzuführen. Ja. Vorübergehend kann man mal eine 100%-Quote schaffen, ja, von mir aus auf einen Satz auf 7 oder 8, 9 oder so, natürlich. Und dann denkt man immer, oh, der hat, immer macht er die 1 da rein, immer fällt die Eckkugel und
immer ist die Weiße in der Mitte. Ja? Das immer kann man genau dann streichen, wenn man mal 100 Breaks versucht. Und da kommt es natürlich dann drauf an im Training. Ja? Mal ausprobieren, wie ist denn eure Quote eigentlich, wenn ihr das mal 100 Mal breakt? Wie oft fällt denn davon was? Wie oft geht denn die Eckkugel? Wie oft geht denn die Eins? Und wie oft habt ihr die Weiße in einer aussichtsreichen Position? Das ist die Hausaufgabe, die eigentlich immer gemacht werden muss, bevor man es schafft, mal zumindest vorübergehend immer ein erfolgreiches Break zu machen. Oh, das sieht für mich, guck mal, also ich, nee, ein Dreiwender ist nicht drin. Ich glaube, wenn er frei wäre, könnte ich nicht widerstehen. Aber so ist ein Zwei-Vorband, hat man auch eine bessere Chance auf einen Resave, als wenn man jetzt nur die eine nimmt. Zack. Oh, den hat er aber festgespielt. Mhm. Der wäre auch über einen Resave, wenn er sie voll getroffen hätte, wäre die Zwei wieder zurückgekommen, jetzt, oder? War jetzt nichts Großartiges, was uns der Francesco da gezeigt hat. Da läuft mit Sicherheit wieder irgendwo eine Seitenwette, ja, dass Thomas Lindorf nicht mehr oder weniger wie so und so viel Spiele mitbekommt. Oder was? So wird es sein. Im ersten Gruppenspiel direkt. Das ist das erste Turnier übrigens, wo ich sehe, ich war vorhin gerade neben der Akkreditierung gesessen, wo jeder Spieler gefragt wurde, are you interested in Money Games? Ja. Ja. Normalerweise steht beim Player-Meeting, bei den normalen deutschen Turnieren, Spielerwetten und Money Games sind verboten und führen zur Disqualifikation. Und hier wird gefragt und ausgefüllt im Meldezettel, ob man Interesse an Money Games hat hier. Obacht, meine Damen und Herren. Ja, ja. Und aber die Money Games bezogen sich noch sehen, ja. Die Money Matches bezogen sich vor allen Dingen auf Herausforderungen gegen Efren Reyes oder Francisco Bustamante, damit wir hier einige Showmatches letztlich bieten können. Ja. Das werden wir heute auch noch sehen. Wir werden im dritten Spiel des heutigen Abends den Efren Reyes sehen mit Tobias Heuss. Im zweiten Match kommt Tony Drago, der Tornado, gegen Mario Merz aus München. Das wird auch ein interessantes Match. Oh, ja wirklich. Doch. Der Mario Merz ist ein sehr, sehr guter Spieler. Der wird sich da nicht kampflos geschlagen geben. Genauso wenig jetzt wie auch der Thomas Hensloff. Und es sind ja auch reale Money Matches, ja. Also das heißt, die Einsätze gehen auch von A nach B, ja. Und manchmal auch von B nach A. Ja. Genau. Kann man auch korrekt versteuern, solange man die Verluste auch von selbiger absetzen kann. Ja, jetzt hätte er doch die Chance, hier ein Spiel an Land zu ziehen. Das wäre in 21 Jahren das erste, kann das sein? Demnach. Es sei denn, er hat verschwiegen, dass er jetzt am 30. Januar, als Francisco Bustamante und Efren Reyes in Pinneberg waren, also im Heimatverein von Thomas Lindhoff, vielleicht haben sie ja da auch gegeneinander gespielt. Vielleicht hat er das aus taktischen Gründen verschwiegen, damit die Story noch ein bisschen cooler ist. Das weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht, dass sie gegeneinander gespielt haben, weil der Thomas war der Organisator. Da wird er genug zu tun gehabt haben. Und hier die 9 zum ersten Sieg oder zum im durchschnittlichen Sieg alle 21 Jahre ein gewonnenes Spiel gegen Francisco Bustamante. Die Quote um unendlich viel Prozent erhöht. Nicht messbare Prozent. So, ich wollte jetzt nochmal die Chance nutzen, jetzt mal zu sagen, wen wir denn heute Abend noch so sehen werden, beziehungsweise wer denn alles in den Gruppen noch drin ist. Wir haben nämlich ein paar Hochkaräter hier in Darmstadt zu Gast. Wir sehen ja den Francesco Bustamante im zweiten Stream, sehen wir den Andreas Roszkowski, später sehen wir noch Tony Drago, wir sehen Antonio Benvenuto, Evangelos Fetters. Und genau jetzt ist hier mein Bild von verschwunden, da ist er wieder. Den Kevin Schiller, Nachwuchsass, sollte man im Auge drauf werfen. Wir haben von den Mädels die Jasmin Michel hier, die Melanie Süßengut, beide werden auch im Stream zu sehen sein, im zweiten Stream, in dem unkommentierten. Tony Drago hatte ich bereits erwähnt. Wir haben den Stefan Nölle aus der Bundesliga hier zu Gast. Wir haben
den Mario Merz aus München. Also wir haben schon ein paar Hochkaräter und viele interessante Spiele. Bis heute, ja, bis nach Mitternacht vermute ich, sind wir hier unterwegs. Also viel Spaß noch. Du Jochen. Jetzt. Du Jochen, bis nach Mitternacht. Der Ralf wird wie immer um 22 Uhr den letzten Tee trinken, kurz an die Theke gehen, einen Prosecco lutschen und schon liegt er wieder im Bett. Und lässt mich hier allein. Ich bin hier zur Kur eingebucht. Ja, stimmt. In Bad Darmstadt. In Bad Darmstadt. So, so dünn, wie man die treffen müsste, dass da ein Safe bei rauskommt, das ist schon eine Kunst. Und wenn man irgendwie mit Absicht versucht, dicker zu treffen, ich weiß ja nicht, was man daraus basteln, was er versucht daraus zu basteln. Vielleicht was ganz Weites, die Weiße hinten auf die andere Seite des Tisches und sie da irgendwo verstecken, weil ansonsten ja, muss noch ein Stück weiterlaufen, sonst ist nichts mit Verstecken. Ne? Aber er kann es nicht lassen, dem Bustamante hier die längsten möglichen Bälle auf den Tisch hinzulegen. Und jetzt auch nur mit dem krassen Rückläufer, der nötig ist, um mal zur 2 runterzukommen. Und da musste der Francisco mal kurz passen, obwohl sie ist noch warm, sie ist noch warm, sie ist noch warm und kühlt ab. Und liegt wieder safe. Wahrscheinlich habe ich das völlig falsch kommentiert ja. Und er hat genau so, ist genau das passiert, was er wollte. Ja, deine Kenntnisse sind halt auch irgendwann begrenzt, ja. Ich wüsste es doch ganz großartig. Ich würde mich nicht wundern, wenn hier wirklich alles nach Plan ging. Ich lasse mir ja manchmal nach einem wahnsinnigen Glücksstoß, lasse ich mir manchmal auch nichts anmerken. Ja? Das konnten wir gestern live verfolgen, als Ralf 2 Spiele hintereinander gespielt hat und Runde 90 Glücksstöße hintereinander angereiht hat und zweimal 5-0 gewonnen hat. Werden Sie mal nicht unverschämt hier, werden Sie mal nicht unverschämt. Ich schreibe Bücher und so, ja. Ja, stimmt. Was passiert hier? Moment. Er spielt die 8, verwechselt mit der 1, kann ja mal passieren. Nein, das nennt man so absichtliches Foul. Du hast Ball in Hand, mir doch egal. Mhm. Ich baue dir erstmal alles zu. Ja. Guck mal, was du damit machst. War auch gar keine schlechte Idee. Ich würde versuchen, ihm jetzt 3 Fouls dran zu brennen. Ja, das hat Efren Reyes vorhin auch probiert gegen mich, hat es nicht geschafft. Aber es ist gar nicht so viel Platz, die 1 da wegzuschicken, ja, weil die Tasche wirklich so fett ist da. Da weiß man nicht, wo man die 1 hinschicken soll. Auf die Seite, darum könnte es gehen. Dann muss er die aber wirklich press an die 3 legen, damit er nicht so richtig drankommt. Und natürlich auch verhindern, dass er hier keinen Durchstoß macht. Mhm. Ja, das. Oh. Wahrscheinlich hat er gedacht, ich gebe dir die 1 vors Loch, guckst du mal, was du damit anfängst. Ja, aber er kann auch wirklich nichts damit anfangen. Es liegt ja, soweit ich das sehen kann, kerzengerade. Er hat kaum Winkel, mit dem er irgendwie runterkommen könnte. Und der Winkel, den man schinden kann, dürfte sich in Grenzen halten. Ja, wollen wir mal sehen, wie das Duell der 1, das Duell auf die 1 ausgeht hier. Wahrscheinlich wird es noch fortgesetzt mit dem Duell auf die 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn jetzt der Thomas noch ein Safe spielt, wenn er die Weiße einfach hoch hinter die 2, ja, da guckt er sich schon an. Die Weiße mit ein bisschen Links-Effet gegen die lange Bande und dann hinter die 2. Ja. Weil er sagt, ich komme sowieso nicht hoch auf die 2, wenn ich die 1 versenke. Kann man auch gleich Safe spielen. Du meinst so wie früher, aber machen wir erstmal rein und schauen mal. Nee, die das Variante spielt ist nicht mehr uncool, so. Glaub ich. Nee, finde ich uncool, ja. Okay. Ah, das löst sich schon irgendwie. Ja. Kommen Zeit, kommen Rat. Nee, also er guckt sich wirklich so an, wie ich es gesagt habe. Dazu ist zu sagen, wir sind auch hier live zu hören. Nee, der will die da, da positionieren und auf einen langen Ball gehen. Warte mal. Oder? Nein. Ja, doch. Ja. Aber das ist nicht geglückt. Guck mal, die geht weg. Nee.
Er hat sie sich aber auch so angesehen, dass er viel länger kommen wollte, nicht wahr? Hätte er wohl auch. Naja, hinterher ist man immer schlauer, nicht wahr? Aber es bleibt ohnehin schwer. Also er. Ja. Er hat jetzt einen Foul produziert. Schauen wir mal, ob der Francisco Bustamante. Naja, wenn man es wirklich geschickt, wenn die Position, wenn man die Position geschickt spielt, löst sich das schon von alleine auf. Schau mal. Ja, ja, klar. 1, 2, 3, 4 geht schon. Nur mit der 4 dann lösen. 5 zur 7, wenn man vorher nicht schon gelöst hat. 6 zur 7, wenn man vorher nicht schon gelöst hat, wird dann ein Problem. Ne? Ja, ich würde dann mit der 4 lösen, weil die 5 liegt ja oben im Loch. Mhm. Da kann man, hat man eine gute Chance, dass man eine Fortsetzung hat. Jetzt schaut er sich an, welchen Winkel er braucht, wenn er die 4 in die Mitte spielt, um nach dem Lösen auch noch eine Position auf die 5 zu haben. Und da ist der Positionsbereich halt ziemlich dünn. Ne? Das verlangt viel Gefühl. Schauen wir mal. Ja, es würde reichen, wenn er ja einfach nur die 9 wegschiebt. Die 7 und die 8 gehen dann ins, jetzt von hier aus gesehen, rechte untere Eck noch. Das würde im Prinzip reichen. Also jetzt wirklich nur die 9 per Nachläufer. Genau. Ja. Ah, hier kommt wieder die Liste mit dem Abendbuffet. Dann lest doch mal vor, was gibt's denn Schönes zu essen? Na, das lese ich doch jetzt nicht im Livestream vor, was ist hier heute Abend. Ich kann doch nicht lesen, Ralf. Also ich gehe runter und er, du bleibst hier oben wie immer, oder was? So, ja, ja. Irgendeiner muss ja kommentieren, ne? Bin mal gespannt, ob er die noch von der 8 wegzieht oder vielleicht die 8 ein bisschen mitschleppt und sie bewusst drauflaufen lässt. Ja, ein bisschen mitschleppen. Also ich nenne das einfach so mitschleppen, wenn man so nicht unbedingt diese Carbolage verhindern will, um Position zu bekommen, sondern ein bisschen Gefühl hat, kann man so eine Kugel auch mal mitschleppen und die Position halten. Und wieder bekommt er die 9 geschenkt. Wir spielen also jetzt schon 8 Ball, würde ich sagen. und damit 2-1 Führung für Francisco. Schauen wir mal an den Nebentisch. Da ist der Andreas Roszkowski 3-0 vorne gegen Robert Windl. Robert Windl aus Salzburg angereist von checkbillard.com. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ralf, da kannst du uns was erzählen zu... Guckst du checkbillard.com? Ja, wirst du schlauer sein danach. Klickst du Video Sorry. Auf checkbillard.com. Hier, wir müssten übrigens, wir haben noch keine Sponsorenliste, damit wir mal, ich würde gerne mal so alle vorlesen, die so da beteiligt sind. Hm? Das wäre eine längere Liste. Sind wir bis heute Abend 18, bis morgen früh beschäftigt. Nein, so lange ist nicht, aber schon ganz gut. Sieht man hier auch an den Banden, unter anderem hier Billard Beckmann Brunswick als Sponsor. Camui, McDermott, Veit KG, das Ibis Hotel selbst. Genau. Und so viele andere mehr, Check Billard auch. Genau. Und, der Mike Becker. Mike Becker, ja. Real Life. Real Life, genau. Blue White Billard TV. Zählt das zur Orga oder zum Sponsor? Das ist ja, ein gegenseitiges Geben und Nehmen, wie sich ja, das so ist. Ja. Macht was hier. Nicht zu vergessen, Ivan Simonis und Aramit. Immer schön zu sehen, sein unnahmlicher Stil hier mit dem federnden Anschwingen, sag ich mal, und dem butterweichen Stoß an Effektivität auch kaum zu übertreffen. Normalerweise, wenn man ein Loblied anfängt zu singen, ja, brechen sie ab danach oder machen einen Fehlstoß, aber eher nicht. Ne? Ich hab gedacht, ich kann es ihm wieder reinsingen. Oder ja, so. Ja. Eigentlich ein alter Zockertrick, deinen Gegner komplett loben.
Die spielen eh nie die Neuen. Ja, also keine Neuen. Das ist alles ungültig hier eigentlich. Ja. Ja, also 0-0 hier. Na, hier bin ich doch etwas überrascht gerade, wenn ich mal auf die Ergebnisse schaue. Also keineswegs überrascht bin ich, dass Toni Drego jetzt bereits 3-0 führt. Aber ich bin überrascht, dass Stefan Nölle angeblich 5-0 verloren hat. Da müssen wir mal überprüfen. Das könnte daran liegen, dass ich ihn heute noch nicht gesehen habe und sein Registrierungskärtchen unten auch noch verwaist da lag. Okay. Das würde es begründen. Das wäre natürlich schade, dann hätten wir wieder einen freien Platz hier. Es ist jetzt leider die Tage zwei, dreimal jeden Tag passiert, dass Leute einfach nicht erschienen sind. Klasse Break hier übrigens. Bis auf die zwei. Also zwei, er hat die Eckkugel bekommen, noch eine Zugabekugel und die Eins. Und die Zwei liegt ja nicht immer in seiner Macht, hängt ja eher davon ab, wo der Gegner diese platziert. Und dass es da die raffiniertesten Platzierungen gibt, in Abhängigkeit aus den Studien des Gegners Breaks. Ja, ich sag's dir. Oh, wir werden hier begrüßt von einem Gast aus dem hohen Norden. Der sich gerade qualifiziert hat, wieder mitzukommentieren, Martin allein durch den Spruch. Ja. Wahrscheinlich hat er auch dafür gesorgt, dass Stefan Nölle nicht hier ist, unterwegs vielleicht doch genau. Irgendein. Ja, schauen wir mal, ob wir in einer Gruppe sind. Ein Stau inszeniert. So, wer hat den Safe gebastelt? Der Francisco, ja, das war ja klasse. Mhm. Guck mal, kaum kommt der Martin Pogundke hier, kriegen wir ein drittes Mikrofon direkt geliefert. Ja? Aber ich sag dir, das ist ziemlich gefährlich, ja? Wenn er einmal anfängt. Ja? Also wir haben das schon öfter ausprobiert. Also wer die Blue White Ball Videos schon mal gesehen hat, wird auch Martin Pogundke schon gehört haben. Und wenn man ihn dazu holt für zwei Minuten, sitzt er meist zwei Stunden. Und du kriegst ihn nicht mehr los. So, jetzt schauen wir mal. Da ist nämlich ziemlich was an Rückläufer wieder gesagt. Oh ja, siehst du, diesmal hat es geklappt. Vorhin hat er den noch, hat er ja nicht verschossen. Da hat er einen Safe gespielt, den ich nicht richtig erkannt habe. Den hast du nicht erkannt, genau. Korrekt, ja. Jetzt spielt er eine Kombination. Und er lacht noch dabei. Ja. Ich glaube, er wollte sie vermeiden. Ich denke, er wollte schon die Weise zurückholen, um dann aufs Mittelloch zu spielen. Es kann auch sein, dass er ein Kick-Off spielt. Nee, direkt auf die 9. Die 1. Ja, hier kommen schon die ersten Angebote für, wie haben wir es genannt beim Anmelden? Money Matches. Challenge Matches und Money Matches. Ja. Hat Martin Pogundke direkt mitgebracht, diese Angebote. Also es lohnt sich immer, hierher zu kommen, selbst wenn ihr nicht gemeldet seid. Ja, auch als Zuschauer. Also wir haben heute auch zahlreiche Leute, die gar nicht am Turniergeschehen teilnehmen. Hervorragendes Break wieder, technisch. Mhm. Ja, absolut. Eckkugel plus 1. Und diesmal, da die 2, hat er die 2 offensichtlich nicht so platziert, sondern sie wurde direkt entsorgt und damit geht es weiter wieder 3, 4, 5. 4 könnte vorbeigehen an der 5, sonst wäre da die Position mal nicht so gespielt. Na, da haben wir hier ein schnelles Ende von der Partie. Noch 5 Kugeln, das heißt, naja, schon nur noch 4. Damit würde ich sagen, noch ungefähr 58 Sekunden, dann dürfte dieses Match Geschichte sein. Schafft's noch weniger, schätze ich. Da wirst du zeitlich richtig liegen, ja, es wird in der Tat weniger sein. Sein Rhythmus dürfte aktuell bei unter 20 liegen. Ja, absolut. Absolut, unter 15. Am Nachbartisch steht es auch inzwischen 4-0. Robert Windel hat recht wenig zu tun und wieder dürfen die 9 nicht gespielt werden. Aber Thomas Lindloff hat sein ein Spiel gewonnen, ja, und damit ein Spiel in den 21 Jahren. Ich werde ihn direkt